Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch so einen Yoshi-Coin machen. Und alles, was ihr für den Yoshi-Coin benötigt, sind 680 gelbe Bügelperlen, 51 schwarze und 17 Transparente. Für alle Einzelteile wird es ein PDF geben, welches ihr in der Beschreibung findet. Und nun werden wir beginnen. Ihr benötigt folgende Teile: zweimal diesen Ring. Dann benötigt ihr so eine gelbe Platte und zwei Stück von der Umrandung des Yoshis. Eins habe ich schon vorbereitet für die erste Seite. Dieses Stück ist recht schwierig aufzubringen. Daher könnt ihr es einfacher machen. Ihr legt euch dieses Stück auf diese Platte und umrandet die Perlen bzw. zeichnet die Perlen an, wo das Stück darauf liegen soll, damit ihr es schneller darauf bringt. Zum Beginn bringen wir jetzt dieses Stück auf diese Platte. Das heißt, wir müssen nun relativ schnell das alles bekleben und gleich passend darauf bringen. Und das machen wir jetzt. Und jetzt sofort darauf legen und gut andrücken. Deshalb sofort diese Umrandung aufmalen, damit es auch gleich in der Mitte sitzt. Das Gleiche müsst ihr natürlich noch für die andere Seite machen. Auch wieder einfach anmalen und dann darauf bringen. Und jetzt kommt das Letzte, dass ihr so einen Ring nehmt und ihn auf beiden Seiten darauf bringt. Einmal auf der Vorderseite und einmal auf der Rückseite. Wir kleben nun diesen Ring. Bündig darauf setzen und gut andrücken. Und das Gleiche macht ihr nun mit der anderen Seite. Den Ring bekleben. Aufpassen, dass wieder alles bündig sitzt und gut andrücken. Und schon habt ihr euren fertigen Yoshi-Coin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!